Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier heute zu einer Tour in Heidelberg. Es ist das dritte Mal insgesamt, dass ich in Heidelberg jetzt unterwegs bin. Die ersten beiden Male allerdings Marschveranstaltung, Mammutmarsch. Das erste Mal hier heute mit Fahrrad. Und ihr seht schon, es sieht ein bisschen anders aus als sonst. Und das hat einen Grund. Und wir sind zu Gast hier. Ich stelle euch gleich mal vor, wer auch da ist. Zu Gast bei der Margit. Bei der lieben Margit. Hallo. Hier, genau. Schön, euch zu sehen. Einige von euch kennen Margit ja auch persönlich. Margit ist ja auch bei dem Elektro Devils auch ziemlich vom Anfang an mit dabei und da sind wir auch total happy, dass du Mitglied bei uns bist und auch, dass wir jetzt hier bei dir sein dürfen. Zwei Tage insgesamt sind wir jetzt hier in Heidelberg und wer noch mit dabei ist von der Partie, ist hier der Peter. Hallöchen. Ne? Kamerakind Peter, jetzt hier mit Kamera um den Hals, könnt ihr in seinem Video gucken dann, was das Ganze hier auf sich hat und wirklich wunderschöne Gegend hier. Wir starten jetzt gerade hier den Anstieg auf den Heiligenberg und wenn man hier runter guckt in die Rheinebene, hinten sieht man Mannheim und hier die Pfalz, wie es heißt. Ihr seht, der Himmel ist noch bedeckt, das wird aber besser werden. Und was ich noch sagen wollte, warum sieht mein Fahrrad heute anders aus? Gestern auf der Fahrt hierhin, gut 400 Kilometer sind das, ist mir eingefallen, oh, Peter ist gefahren. Ich habe mein Steuergerät vergessen, mein Intuvia. Das hier. Und das war nämlich in der Tasche oder ist in der Tasche bei mir zu Hause im Münsterland. Das ist gut aufgehoben, da kommt es nicht weg, aber ohne kann ich nicht fahren. Und die Margit hat hier geplant 1000 Höhenmeter die Strecke und hat sich dann, ich habe ihr geschrieben, ob sie sowas hat. Nee, hat sie nicht. Aber wo hast du das denn jetzt besorgt dann für mich? Aus meinem Fahrradlader Heidelbike, ein toller Fahrradlader in Heidelberg, wo ein super Service anbietet. Ja. Und die stelle das zur Verfügung. Also in dem Fall mal hier ein bisschen Werbung sozusagen für Heidelbike. Also Dankeschön, die kennen mich gar nicht, aber Margit durfte das für mich jetzt hier ausleihen, dass ich heute mitfahren darf. Ja. Von daher super Service und da macht es auch wieder aus, stationärer Fahrradhandel, dass man halt einen Fahrradhändler hat, den man kennt, hat auf jeden Fall Vorteile, dass man da mal so einen Gefallen dann bekommt. Genau. Ne? Aber jetzt wollen wir gar nicht lange schnacken hier, jetzt auf geht's mit meinem schönen schwarz-gelben Fahrrad, das ist jetzt ja, ne? Dankeschön, Margit, dass du mir diese schwarz-gelbe Farbe hier ermöglicht hast mit deiner Fahrradtasche. Und wer Margit kennt, der weiß, das sind nicht unbedingt ihre Farben. Das sind nicht meine Farben. Aber egal, ne? Weiter geht's. Und es ist jetzt Freitagvormittag, gegen 11 Uhr sind wir jetzt hier unterwegs und es ist aber schon ordentlich was los hier. Viele Jogger, Spaziergänger, lädt ja auch ein die Gegend. Und hier geht es ja richtig nach oben. Und in der Ferne ahnt man schon so ein bisschen helleren Himmel. Der kommt natürlich jetzt hier zu uns. Und wo ich hier den Steinsee mit der Inschrift, hätte ich was gesagt, mit dem Wegweiser Philosophenweg. Das erinnert mich total an die letzten Mammutmärsche, weil der Philosophenweg war Teil davon. Da ging es richtig bergauf. Da hat mir dann irgendwann auch einen Stecker rausgezogen, dass ich am Ende des Tages nicht mehr so ganz fit war. Peter kann sich noch erinnern, ne? Mammutmarsch Heidelberg im letzten Jahr. Das war heftig für dich. Ja, ja. Da hat die Margit mich ja gerettet, hat mich im Zielbereich eingesammelt im Auto und Richtung Grill gefahren und dann ging es wieder besser. So, nachdem wir jetzt hier die ersten 3 Kilometer nur bergauf gefahren sind, fahren wir zur Abwechslung jetzt mal bergauf. Was sagst du dazu, Peter? Ja, da kommen Erinnerungen hoch. Da kommen Erinnerungen hoch, ne? In der Gegend, auch wenn wir im Rad unterwegs sind. Jo. Da die Hütte, das ist das Heidenloch. Ja. Und dann fahren wir gerade ein Stück vorbei zum Stephanskloster. Und da stellen wir die Räder ab. Jawohl.
Ja, wir profitieren natürlich total davon, dass die Margit ja hier aufgewachsen ist in der Gegend. Du kennst also jeden Stein hier praktisch. Fast jeden Stein. Und sonst würden wir an solchen Sachen, wir würden jetzt hier vorbeiradeln, würden den Turm sehen. Aber wahrscheinlich das, was du jetzt zeigen möchtest, hier das Heidenloch, hätte man dann wahrscheinlich links liegen lassen. Ja. Und wäre dann wieder schade gewesen. Das wäre sehr schade. Und das erlebt man halt nur, wenn man mit Einheimischen hier unterwegs ist. Und da sind wir total dankbar, dass die Margit uns eingeladen hat. Und die Tour gibt es natürlich bei Komoot zum Nachradeln. Aber man braucht eine gewisse Grundfitness, sollte da sein. Das auf jeden Fall. Also Fahrradbeherrschung, ja, ne, mit dem steinigen Untergrund. Anstiege und Backschläge. Ordentlich das rauf. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist dann kein Sonntagsausflug. Das ist dann schon ein bisschen, ja, was heißt herausfordernd. Man muss halt sein Fahrrad beherrschen können. Und man muss auch ein bisschen Muckis in die Beine haben. Alles macht der Motor hier auch nicht. Ja, wir schauen jetzt mal, was das mit dem Heidenloch hier auf sich hat. Ich glaube, die Betonummantelung ist jetzt nicht ums Jahrtausend entstanden, so wie das Stephanskloster. Und dieser Brunnen jetzt hier steht Daten und Fakten. 56 Meter tief. Und wahrscheinlich ums erste Hälfte des 12. Jahrhunderts hier angelegt worden, um das Kloster mit Wasser zu versorgen. Also wurden keine Heiden reingeschubst, da hatte ich ja vermutet, ne? Katholische Kirche im Mittelalter oder frühen Mittelalter, kannten die ja nichts, ne? Da hatte ich auch denen zugetraut, dass die Heiden irgendwo runtergeschubst hätten. Ja, aber gerade schön runter, gucke, Licht ist an. Ah, das Licht angemacht? Ja. Jetzt mal ein Blick hier direkt runter an den Brunnen. So, Kamera mal leider wieder rauspuzzeln. Und die Einheimischen kennen den Lichtschalter. Wo ist der versteckt? Ah, guck mal. Na gut, so versteckt ist er nicht, aber ich hätte ihn auch nicht gesehen. Ne? Ja. Bei meiner letzten Tour vor knapp einer Woche in Göttingen bin ich ja auch schon so einen Turm raufgeklettert. Scheint mein neues Hobby jetzt zu werden. Obwohl Höhe ja eigentlich gar nicht so meins ist. Aber wenn du dann so eine Aussicht geboten bekommst, dann geht das wohl. Also Kilometer 5 jetzt hier, wir sind hier an der Waldschenke, Biergarten, Pausenmöglichkeit, E-Bike-Ladestation, sagt die Margit. Ja. Und die Möglichkeit auch Toilette zu gehen, wenn man eine Tour hier unternimmt. Von daher, guter Tipp für alle, die das nachradeln wollen. Richtig schön hier. Ich habe mal gerade 100 Meter weiter schon das nächste Highlight jetzt hier. Was haben wir hier, Margit? Die Tinkstätte. Ah. Offensichtlich ein Theater. Das ist die Tinkstätte. Gibt es hier noch Aufführungen? Nee, nicht mehr erlaubt. Ist so baufällig, oder? Nee, keine Toilette, kein Strom. Ach so, und das ist, ja, okay. Keine Parkmöglichkeiten. Ja. Die Anwohner haben sich im Ort beschwert, Bus-Shuttle. Ja, leider klar. Nicht mehr. Also idyllisch allein reicht nicht aus heutzutage. Nee, da hier waren wunderschöne Aufführungen. AIDA haben wir hier auch schon gesehen. Ja. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, die eine Opernsängerin, die Madame Caballé, ist mal hier aufgetreten. Ja. Richtig schön, aber wird nicht mehr erlaubt. Schade eigentlich, ne? Ja, total schade. Tja. So. Aber es gibt da bestimmt Opertheater, sowas gibt es auch in Heidelberg. Ja, bestimmt, Heidel auch. Heidelberg, ja, aber nichts mehr hier oben. Ja. Ja. Jo. Ja, so sieht das Ganze dann von oben betrachtet aus. Und hinten auch wieder eine Wahnsinnsaussicht, ne? Dass der Himmel aufklart. Bis in den Pfälzerwald heißt das hinten, oder? Das ist Pfälzerwald und Schwarzwald. Ja, bis in den Schwarzwald, Wahnsinn. Auf der linken Seite ist die Michaelsbasilika. Das ist eine alte Klosterruine. Mit einem schönen Aussichtsturm. Ist umzäunt wegen Vandalismus. Ja,
Ja, was so eine kleine Herausforderung hier heute ist, das Fahrrad irgendwo so hinzustellen, dass es nicht umkippt. Ich habe meins jetzt an einen Baum gelehnt hier, aber so eine richtige ebene Fläche zu finden. Und Peter ist ja auch Experte im Fahrrad umschmeißen. Von daher. Das Wetter ist schön, der Ständer hält. Aber wir sind fast schon auf der Flügel gegangen, ne? Erst mit runtergeklappten Ständer losgefahren. Ja. Brauchst mal so ein Abo drauf, ne? Wiese und Müller und seine Ständer, ne? Ja, gute Aussicht auch wieder. Kommen denn heute noch mehr Türme? Das war jetzt der letzte Turm, der letzte Aussichtsturm. Da erinnere mich jetzt langsam wieder am Mammutmarsch, hier kannst du Treppen steigen. Genau. Ja, also von der Aussicht her ist es heute der letzte Turm. Ja, nee, ist eine super Aussicht, definitiv. Ja. Ne? Aber Frühstück ist auch schon wieder 2 Stunden her, da müssen wir irgendwo einkehren. Hm, das super, machen wir bald, dass ja. Dass wir genau. Neue Energie tanken für neue Türme. Genau. Wir haben fast in jedem 2 im Video mittlerweile, muss ich ja den Peter mitschleppen, egal wo wir in Deutschland hinfahren. Ja, muss nicht. Ich freue mich, dass er dabei ist. Aber, guck schon so. Aber guck mal, hier ist doch ein schönes Zimmer. Da kann man dich einsperren unten. Ist das nicht toll? Ja, cool. Das wäre was für dich, oder? Hast du mal die Ruhe von mir? Ne? Ja, komm, komm mal. Lass, wir gucken schon mal, ne? Ja, komm, wir gucken schon mal. Ja, wir gucken schon mal. Marke besorgen Schlüssel. Ja, so will ich einsperren. Sehr schön. Komm, ab in den Kerker hier. Nee, aber wäre schön, oder? Ja, wunderbar wäre das. Der Lieblingswetter. Ja. Flüssiger Sonnenschein den ganzen Tag. Ja, kommt auch im rein. Raumklima. Und für Allergiker besonders gut geeignet, gibt es auch keinen Pollenflug da drin. Ist doch super für dich. Ja. Ich freue mich. Ich sag's dir. Ey, du bist so gut zu mir. Wie ein Freund. Auch super zum Rumklettern hier. Da macht richtig Spaß. Und hier jetzt gesagt, 14% Gefälle. Und von daher, wenn man das nachradelt, hier wirklich Fahrradbeherrschung, macht hier auf jeden Fall Sinn. Mit diesem lockeren Untergrund. Der Zollstockbrunnen. Hier auch eine kleine Schutzhütte mit Schlossblick. Was isst du da schon wieder? Hast du schon wieder Hunger? Du hast so gut gefrühstückt. Und Peter, was sagst du? Interessante Tour, ne? Auf jeden Fall. Man gerade noch keine 10 Kilometer gefahren, so richtig viel zu sehen bekommen. Und Peter hier wieder in Vollausstattung unterwegs hier. Mikrofone, Kamera am Hals, denn hier noch eine. Da bin ich ja sehr gespannt. Da muss ja ein wirklich medial unterhaltsames, anspruchsvolles, technisch aufwendiges, hast du nicht gesehen, Video werden, oder? Ja, wird ein Epos. Wie immer. Kommt passende Musik drunter und dann muss das gehen, ne? Schön Country. Weiter geht's. Was ich auch total interessant finde und gut finde, die Ausschilderung hier immer auf den Steinen, dass man hier jetzt keine Holzschilder aufgestellt hat, aber was anderes. Ne? Dass hier alles sozusagen in Stein gemeißelt ist, die Wege. Wir fahren anscheinend jetzt runter ins Peterstal. Hoffentlich nicht. Was? Ist die falsche Richtung? Sind wir gar nicht hier. Bitte, da geht es ins Peterstal, geht's hier. Im Peterstal? Ja, guck mal auf den Felsen rechts, da steht das drauf, auf dem Stein. Guck mal. Im Peterstal. Da freut der Peter sich. Ja, aber wie? Das haben wir doch schon im Allgäu gehabt, ne? Im Allgäu ja. Auch im Peterstal. Ja. Das war
Ja, schön. Die Leute haben Geschmack. Entwarnung, Leute, muss keine Angst haben. Wir fahren nicht nach Peterstal, wir biegen vorher rechts ab. Hat der Peter sich zu früh gefreut? Das haben wir ein bisschen belohnt hier, dass wir die ganze Zeit hier stundenlang bergauf geradelt sind, dass man es mal einfach rollen lassen kann jetzt hier. Und dann hört man den lauten E-Bike-Motor auch nicht. Einfach ein bisschen Naturgeräusche lauschen. Attention, Alora! Mach mal Licht an, du hast einen ganzen Baum dabei. Was hat der denn da an den Füßen? Ja, guck doch mal hier. Das ist aber eine schöne Aussicht. Jetzt macht es auch Sinn, ne? So eine Kamera auf den Tunnel Hals zu haben, die läuft. Habt ihr sofort live bei der Einfahrt dabei. Aber meine ist doch auch fest hier. Deine ist fest. Meine ist auch fest hier in der Tasche. Und ich kann meine auch sofort rausnehmen, mein Freund. So. Ich kann meine auch sofort rausnehmen, mein ja, Freund. Ja, hier. Ja, ja. Ne? Der Trend geht zur Zweitkamera. Das war jetzt eine rasante Abfahrt runter hier an den Neckar in Heidelberg. Und 14% Gefälle auf dem Geröll ist nicht ganz ohne. Hatte sogar ich jetzt beide Hände am Lenker, obwohl ich sonst gerne mal in einer Hand die Kamera habe, so wie jetzt. Aber da habe ich mir die Kamera hier vorne in die Jackentasche gesteckt. Und geht dann auch, ne? Dass man sich vernünftig festhalten kann, mit beiden Bremsen auch bremsen kann. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Peter, bei mir werden Erinnerungen wach hier, Mammutmarsch. Bei mir das, auch. Das war, glaube ich, hier dieser Überweg hier über den Neckar, wo mir die Luft ausging sozusagen. Ne? Ja. Aber da hinten, guck mal, da scheint die Sonne schon aufs Grün. Herrlich. Kilometer 14 und jetzt erstes Mal heute hier auch richtig Stadtgebiet Heidelberg. Und wir fahren jetzt hier auf der anderen Neckarseite rauf zum Königsstuhl. Ich glaube, du hast im Winter auch Spaß, wenn du hier wohnst. Ne? Wenn du hier runterrutscht, kannst du aber nur Auto fahren, ne? Kannst du Fahrradfahren ja vergessen. Und wir fahren jetzt nicht Richtung Schloss, nein, wir fahren jetzt erstmal links hier weiter nach oben. Aber interessante Sachen, die es hier gibt. Interessante Wohnhäuser wollte ich gerade sagen, aber es ist ein Museum jetzt hier. Das Bosch-Museum. Peter, wenn wir dann den großen Durchbruch haben bei YouTube, ne? Bitte? Wenn wir den großen Durchbruch haben bei YouTube, dann holen wir uns auch so eine Villa, ne? Meinst du? Ja, unbedingt, oder? Aber nicht? Will man so wohnen, ey, weiß ich nicht. Will man nicht? Weiß ich nicht. Das ist eine große Hütte, braucht man sowas? Braucht man sowas? Die Gefahr besteht ja auch nicht, dass wir diesen großen Durchbruch haben, von daher. Also, wenn ich meinen Durchbruch habe, ne? Schön kleinen Camper.
Hast du schon jetzt Mücken eingeatmet oder was hast du jetzt gemacht hier? Keine Ahnung. Ja, endlich geht's mal wieder rauf. Ich habe langsam schon Angst um meine Bremsbeläge hier. Das Ganze runtergefahren. Die sind mal gerade 2 Wochen alt. Denn die will ich ja nicht schon nach 2 Wochen wieder wechseln müssen. Darum immer schön bergauf fahren. Das schont das Material. Nur nicht in den Akku. Nach 18 Kilometern jetzt hier der 2. Balken weg. Und darum schönartig hier im Tourmodus, auch wenn wir, was haben wir hier? 7% Steigung, das geht ja noch. Der ist ja praktisch flach, eine Bodenwelle. Und Peter, fährst du auch energiesparend heute oder gibst du alles? Energiesparend, Turbo. Turbo? Ja. Energiesparturbo? Energiesparturbo. Ah, cool. Ich habe noch 33 Restreichweite. Mit Doppelakkusystem? Doppelakkusystem und 72% noch im Akku. Ja, läuft. Ansonsten machen wir einen Mammutmarsch. Mammutmarsch Heidelberg. Ja, das kennen wir ja. Denn wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Eieiei. Aber das Rauffahren lohnt sich. Hier oben scheint die Sonne. Und ich glaube noch nicht, dass wir oberhalb der Wolkengrenze sind. Nein, Quatsch. Heidelberg hier, die Höhen haben so um die 400, 500 Höhenmeter müssen das sein. Weiß ich jetzt gar nicht. Geraten. Und da sind wir noch einen Kilometer weg von der Wolkengrenze. Ah, sieht schon klasse aus hier, ne? Mit den Felsen. Die bemoosten Felsen hier. Ja, knapp 22 Kilometer jetzt hier unterwegs und wenn ich mal durchschalte, Restreichweite 10 Kilometer. Die sind so empfindlich, die scheiß Dinger. Das ist jetzt herunter, also nochmal nicht fallen lassen, ne? Ist heile geblieben, ja, ne? Ja, Freunde, ihr habt ja gerade gemerkt, seid runtergefallen. Das ist die Schutzfolie, Panzerglas von der Kameralinse. Aber Kameralinse ist heile geblieben. Ich guck mal, der Rest hier ist auch heile geblieben. Kamera ist nur ein bisschen schmutzig. Aber der hat sich wieder ausgezahlt hier, ne? Peter? Weil sie sind so empfindlich. Leute, wenn ihr euch unser Insta kauft, ne? Ich kann nur jedem empfehlen, kauft euch diese Panzerfolie für ein paar Cent, 10 Euro, 2 Stück, Gold wert. Ja. Ihr seht ja hier. Und, für die GoPro geht das gleich. Also für so Action-Cams. Das passiert nämlich sonst, wenn man keine drauf hat. Genau. Dann habt ihr hier das Spider-App drauf. Ja. Das erste Mal passiert, dass mir jetzt runtergeflogen ist. Und natürlich selbst schuld, wenn man darauf rumtourt. Also kann ich jetzt da keinem in die Schuhe schieben. Dann passiert das mal. Aber das ist auch schon die zweite. Ja. Bei meiner ersten Tour Recklinghausen ist mir die erste schon kaputt gegangen. Und ich riskiere jetzt alles hier sozusagen all in. Die letzten Reichweitenkilometer werden in diese Steigung hier gesteckt. Und Restreichweite bei mir jetzt noch 6 Kilometer. Und Margit sagt, so gut 2,5 sind es noch bis nach oben. Aber dann geht es ja wahrscheinlich nicht nur runter nachher. Irgendwo geht es auch wieder rauf, oder? Ich war schon runter. Ja, okay. Ja, muss schon sagen, so Schutzhütten gibt es hier alle Meter. Das ist echt super, mal eine Pause zu machen oder wirklich einen Regenschauer abzuwarten. Da kann man nicht meckern.
Ja, wir haben jetzt beschlossen, hier in die Gastronomie einzukehren, am Königsstuhl. Ja. Ne, eine Kleinigkeit zu uns zu nehmen, ja, ein Getränkchen genießen, uns zu feiern, dass wir den Aufstieg geschafft haben. Unseren Akku aufladen. Unseren Akku aufladen, genau. Unseren persönlichen. Waren jetzt, glaube ich, 28 Kilometer hier rauf mit der Tour. Und ja, Restreichweite, ich mag gar nicht gucken. 3 Kilometer. Höhenmeter, mal gucken, haben wir 929. Ja. Da sind die 600 Wattstunden, habe ich hier weggeballert. Ja, wir haben jetzt eine Kleinigkeit hier gegessen in der Gastronomie hier am Königsstuhl. Blende mal eben ein Bild ein. Das leckere Königsschnitzel hatten wir, ne? Ja. Da war so ein Doppelschnitzel mit Käse überbacken. Oh, vom Feinsten. Oh. Und dann müssen wir es unbedingt abradeln hier. Obwohl die Marketer gesagt hat, es geht bloß bergab. Wir brauchen ja gar keine Kraft mehr sozusagen. Wir rollen jetzt dem Ziel entgegen, aber schauen wir mal, ne? So, was sagt das Ding jetzt Gutes? 7 Kilometer Restreichweite. Ja, und leider lädt der Akku ja nicht auf beim Runterrollen. Bei diesem Rad zumindest nicht, bei meinem Stromer ja schon. Da habe ich einen anderen Antrieb. Da habe ich ja die Rekuperation, dass der Akku wieder lädt beim Bergabfahren. Aber hier ja nicht. Das ist einfach nur, weil das Rad jetzt ja merkt, ich mache Kilometer, um keinen Strom zu verbrauchen, und verbrauche keinen Strom. Also alles so unzuverlässige Sachen hier in Restreichweiten. Akku ist dann leer, wenn er leer ist. Aber das möchte ich heute gar nicht ausprobieren. Aber hier 30 km/h und ich komme gar nicht mehr hinterher. Die Margit fährt hier einen heißen Reifen, aber die kennt ja auch jeden Stein. Ne? Auf dem Weg zum Heidelberger Schloss. Ja, das ist keine falsche Verdächtigung. Das ist nicht wieder mein Rad, was hier quietscht. Nein, das ist die Margit. Und hier rechts jetzt der Blick aufs Heidelberger Schloss. Die Margit hat so ein, ich hätte fast gesagt, ist nur unten platt, aber ist ein Nagel drin. Ne? Wir haben gerade schon mal nachgepumpt. Mal schauen, ne? Wie oft wir noch nachpumpen dürfen. Und links kommt das Gefängnis von Heidelberg. Das ist der faule Pelz hier. Aha, das Gefängnis. Hier. Das ist noch in Betrieb? Wieder in Betrieb, ja. Das sind Suchtkranke sind da drin, wo wieder eingegliedert werden soll oder auf Entzug sind und ja, alles. Ja. Seit einem Jahr, glaube ich, wieder. Ah, okay. Aber sehr umstritten. So, auf den Strecken mit dem Plattenmarke müssen wir erstmal Päuschen machen, ne? Ja, auf jeden Fall. Erstmal. Auf jeden Fall. Noch einen kleinen Absacker, der Schnitzel muss ja noch ein bisschen weiter gebadet werden im Magen. Genau, und ich muss wieder ein bisschen Energie zu mir führen. Ja, ja, ja. Flüssigbrot. So. Du hattest ja auch bloß einen Salat gehabt oben. Ja, genau, ne? Genau. Und jetzt gibt es Flüssigbrot. Ja, ja. Und Peter, pass auf die Räder auf.
Was falsch oder? Ja, Freunde, das ist ja mal ein ganz seltenes Bild jetzt hier für mich. Der Peter bei richtiger Arbeit, bei sinnvoller Arbeit. Wenn es so klappt. Wenn es so klappt, genau. Und jetzt natürlich richtig was los hier auf der alten Brücke hier von Heidelberg. Darunter geht es ja in die Altstadt, da kommen wir gerade her. Und von hier aus natürlich jetzt in der Sonne der Blick auf die Burg, das Schloss. Ein beliebtes Fotomotiv jetzt hier auch beim Peter. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Zweimal richtig, dreimal richtig aufgepumpt, aber jetzt ist der Reifen richtig platt. Da machst du auch nichts mehr dran. Da steckt ja auch ein richtiger Nagel drin. Ja, und leider auch schon wieder der Zeitpunkt, um Tschüss zu sagen. Waren jetzt knapp 37 Kilometer hier. Von der Zeit her kann man gar nicht genau sagen. Wir haben ja viel angehalten, auch in der Gastronomie eingekehrt. Aber knapp 1000 Höhenmeter, das ist schon recht anspruchsvoll gewesen, was wir hier heute unternommen haben. Das war jetzt keine kleine Sonntagsfahrt. Das war schon, ja, der Akku hat jetzt noch, was habe ich denn jetzt noch hier? 3 Kilometer Restreichweite zeigt er an. Reicht er aus? 5 Kilometer müssen wir noch, bis wir wieder bei Marge zu Hause angekommen sind. Ja, wenn es euch gefallen hat, sagen wir hier danke fürs Zuschauen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn noch nicht, gerne auch den Kanal abonnieren. Und würde mich freuen, wenn ihr ein paar nette Kommentare da lasst hier zu unserem kleinen Abenteuer hier in Heidelberg. Also bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Euer Swobo. Ciao. Tschüss.